Vergewaltigt zu werden ist wahrscheinlich einer der schlimmsten Albträume einer Frau. Für einen Mann, dass er machtlos dabei zusehen muss, wie das seiner Frau widerfährt. Liv und Malte ist genau das passiert. 2 Jahre nach dem Verbrechen trifft Malte durch Zufall auf einen der 3 Täter. Und jetzt? Es gut sein und nicht wieder alles hochkommen lassen oder den Rachegelüsten nachgeben und Vergeltung üben? Diese Frage hat sich Regisseur Sven Tadicken gestellt und eine berührende Geschichte geschrieben, die auffühlt. Verfilmt hat er sie mit Maximilian Brückner und Luise Heyer in den Hauptrollen. Das schönste Paar wurde zu Recht schon mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und kann seit Donnerstag endlich dem breiten Publikum im Kino zeigen, warum er sie auch alle verdient hat. Am Premierentag haben wir Regisseur Sven Tadicken im Monopol-Kino in der Schleißheimer Straße getroffen. Wisst ihr, irgendwann steht man vor der Entscheidung, ob man sich sein Leben versauen lässt. Buenas noches. Von seinen Ängsten und Vorwürfen, weil man irgendwie 3 Arschlöchern begegnet ist. Oder ob man es einfach mal wegpackt. Ich glaube, ich werde bei fast jeder Aufführung gefragt, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich bis heute die richtige Antwort dafür gefunden habe. Also ich glaube, mich hat natürlich die Grundidee einfach erstmal sehr aufgewühlt. Es war aber mehr eine Fantasie, was einem Schlimmes passieren kann. Und dann hatte ich aber das Gefühl, wenn jetzt der Film 2 Jahre in die Zukunft springt und mit so einem Ansatz, das Leben geht ja weiter, wie geht's denn weiter? Also wie kann das denn aussehen? Wie kann denn ein Paar, das eben durch so einen Überfall durch die Hölle gegangen ist, wie kann das wieder locker werden, wieder auch eine entspannte Intimität, eine Sexualität haben? Wie gehen Menschen damit um? Das fand ich einfach sehr berührend. Liv, du musst da nichts zu sagen. Ja, aber es ist doch total verrückt. Ich meine, egal, wen du fragst, fast jeder entschuldigt sich dafür, dass er überfallen wurde. Ich hätte nicht mehr so spät rausgehen dürfen. Ich hätte nicht so provozierend schauen sollen. Ich habe die Gefahr nicht rechtzeitig erkannt. Wir hätten keinen Sex am Strand haben sollen und so weiter und so weiter. Der Mensch fühlt sich nämlich sehr gern schuldig. Weil wenn er was falsch gemacht hat, dann kann er sich auch vorstellen, das beim nächsten Mal wieder besser zu machen. Aber der Punkt ist, du hast nichts falsch gemacht. Malte hat nichts falsch gemacht. Ich habe nichts falsch gemacht. Scheiße passiert. So erschreckend einfach ist es. Ach, ich rede viel zu viel. Überhaupt nicht. Prost. Cheers, Prost. Natürlich verhandelt der Film ein Trauma, eine Traumabewältigung, aber ich behaupte, er macht das sehr aufgeräumt und macht das mit einem sehr entspannten, aufgeräumten Blick. Und ich glaube, so ging mir das auch. Ich weiß, ich habe da heiße Kohlen, aber ich weiß auch, wie ich sie anfassen kann. Auch das Drehen dieser schwierigen Szenen, das ging erstaunlich gut vonstatten. Ich glaube, weil einfach alle Beteiligten, alle Schauspieler wussten, worauf sie sich einlassen. Es war alles sehr genau durchgeplant. Und und wir wussten auch, sobald dann die Kamera aus ist, gehen wir da wieder raus aus diesen Situationen. Und? Wie viel? 30, 35? Ja, und die Handys. Das ist alles, was wir haben. Das ist alles, was ihr habt? Ja. Ja. Ja, aber dafür hat sich der Schrecken dann noch gar nicht gelohnt, oder? Ja, vielleicht findet er ja noch jemand anderen zum Überfallen. Ja? Ja. Es reicht jetzt. Ja? Bitte geht jetzt. Nein. Warum sollten wir denn jetzt gehen? Okay, die nehmt ihr jetzt und dann geht ihr, ja? Guck mal, muss gar nichts machen, kriegt schon ein Geschenk. Ihr sollt abhauen! Ja, ich hör dich. Hey, es reicht! Ja? Ja. Ja? Ja. Ich kann mich mit beiden Figuren ganz gut identifizieren. Ich hab fast das Gefühl, ich glaube, Liv ist so ein bisschen verkörpert für mich in der Regel meistens auch nicht immer eine positive Kraft. Also sie hat ja einen unglaublichen, fast offensiven Willen zu sagen, das Leben geht weiter und ich will es schön haben. Und ich will ich will das einfach auch vergessen und genau, will mir jetzt keine falschen Schuldzuweisungen machen.
Malte ist mehr der Grübler, der sich denkt, Mann, was ist denn da schiefgelaufen? Ich muss jetzt ein Boxtraining machen, das passiert mir nie wieder. Er macht sich eben Schuldvorwürfe. Er ist sich nicht sicher, ob er die Liebe seiner Freundin verdient hat, obwohl er sie nicht beschützen konnte. So. Es gibt keinen Grund, sich Schuldvorwürfe zu machen, weil dafür ist die Liv viel zu cool und macht ihm keine Vorwürfe und er hat ja auch nichts falsch gemacht, aber ich glaube, deswegen Malte verkörpert so ein bisschen das grüblerische Negative und ich finde mich in beiden wieder und wünschte vielleicht häufiger, dass ich die Liv wäre. Hey, ich hätte gern einmal Shawarma. Mit Salat? Ja. Soße? Was habt ihr denn? Da, Kräuter, Knoblauch, Schaf. Alles. Du hast aber Hunger, hm? Wir zahlen einen Teller und zwei Cola. 10,20 bitte. Ja. Danke. Danke, Rabibi. Ja, und ciao. Viel Spaß noch, ja. Was ist denn los? Was würdest du sagen, wenn diese Typen geschnappt würden? Ich will mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Ich habe ihn getroffen. Und dann bin ich ihm nachgegangen. Versprich mir, dass du diesen Typen in Ruhe lassen wirst. Wir haben schon mal geschafft, ihn zu vergessen. Wir kriegen das auch ein zweites Mal hin. Was wirklich interessant ist, ich wusste, als ich angefangen habe, das Drehbuch zu schreiben, hatte ich keine Ahnung, wie dieser Film endet. Und das war auch, glaube ich, für mich die größte Herausforderung. Also die ersten drei Viertel haben sich wunderbar geschrieben, weil es einfach spannend ist, was da passiert oder auch berührend, was da passiert. Aber dann, wie komme ich da raus? Wie gehe ich da raus? Und ich glaube, ich habe wirklich in diesem Prozess, habe ich für mich wirklich was gelernt. Also gerade wenn es um so eine Sehnsucht nach Rache geht, um so eine Wut oder Sehnsucht nach Vergeltung. Und zwar während meiner Recherchegespräche habe ich mit jemandem gesprochen, der sich auskennt mit sexuellen Übergriffen und Gewalt. Und der sagte mir, die beste Rache ist keine Rache. Sorg einfach dafür, dass du ein verdammt glücklicher Mensch wirst. Und das hat mich sehr bewegt. Und ich glaube, dass da habe ich auch, was auch immer man davon halten mag, aber ich habe für mich dabei was gelernt und ich glaube, dieses Ende hätte ich so nie geschrieben, wenn ich das nicht gehört hätte. Weißt du, du kommst mir vor wie so ein Kater, der mir seine tote Maus vor die Füße legt und stolz wie Bolle ist, dass er was geleistet hat. Hätte ich dir nie davon erzählen sollen, oder was? Ja, zum Beispiel, das hätte doch mal Eier gehabt. Warum? Warum hast du das gemacht? Es gibt den Moment der allerersten Idee, das ist schon sehr lange her, aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, das war im Sommer 2010. Da hatte ich auf einmal diesen Film vor Augen, obwohl ich natürlich diese ganzen Szenen noch nicht kannte, diese ganzen Szenen alle noch schreiben musste, aber ich hatte so ein Grundgefühl von dem Ganzen, war auf einmal da. Und ich habe versucht, ganz schnell ein paar Sachen aufzuschreiben, die ich mir dann noch immer wieder angeschaut habe. Und genau, ich glaube, das war so stark, dass ich mir das, glaube ich, auch über die Jahre so ein bisschen die Rückendeckung gegeben habe, daran weiterzuarbeiten. Und dann war es schon so, als wir mit allen Darstellern auf Mallorca waren, auch diese ersten 10 Minuten gedreht haben, was wir als allererstes gedreht haben. Als ich das im Kasten hatte, hatte ich das Gefühl, genau, das, oder so eine Erleichterung, da kommt gerade was zusammen, was ich jetzt so lange bei mir in meinem System mit mir rumgeschleppt habe. Das kommt gerade raus und es ist gut, dass es rauskommt und da ist auch nichts verkehrt dran.